Ja, ich heiße Axel Töllner, ich bin Pfarrer der Bayerischen Landeskirche. Ich bin für den christlich-jüdischen Dialog dort zuständig und bin hier als Gastreferent eingeladen gewesen für die Synode und habe etwas zum Thema die Reformation und die Juden gesagt. Mir persönlich ist an dem Thema Verschiedenes wichtig. Also das eine ist, dass wir nicht nur auf Luther schauen, sondern auch auf die anderen Reformatoren, weil die Reformation ja ein ganz komplexes Geschehen gewesen ist. Das andere ist das, dass wir erkennen, dass der Blick auf Juden und das Judentum damals grundsätzlich ein negativer gewesen ist, dass wir aber bei den Reformatoren auch durchaus Ansätze finden, wo wir sagen können, da können wir sie auch kritisieren und sagen, das, was ihr über die Juden sagt, das ist aber nicht das, was ihr theologisch vielleicht erkannt habt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir nicht nur sagen, das, was die vor 500 Jahren gesagt haben über Juden und das Judentum, das können und wollen wir heute auch nicht mehr so sagen, sondern dass wir auch sagen, wir beziehen uns aber trotzdem positiv auf sie und sagen, da gibt es Ansätze, wo wir sagen können, das wollen wir nicht. Ich will ein Beispiel geben. Luther hat mal gesagt, dass man in Glaubensdingen keinen Zwang und keine Gewalt ausüben soll. Er hat selber gegen dieses Prinzip verstoßen. Da können wir dann Luther beispielsweise mit Luther kritisieren. Und das finde ich einen wichtigen Impuls auch für die Gegenwart, darüber nachzudenken, wie wir unsere Identität als evangelische Christinnen und Christen in der heutigen Gesellschaft leben wollen.